Mein Name ist Lukas Ciataschkan und ich bin euer Host bei dem neuen Format der Saarbrücker Zeitung Auf ein Bier mit. Die Idee dahinter ist, dass wir in ungezwungener Atmosphäre mit den Oberbürgermeisterkandidaten im Saarland bei der anstehenden Kommunalwahl uns ein bisschen unterhalten, ihnen ein bisschen auf den Zahn fühlen. Den Anfang mache ich heute mit Herrn Pascal Conigliaro. Im Homburger Marktgässje. Und wir fangen direkt mal mit der ersten Frage an. Was trinken wir denn heute? Oh ja, erstmal hallo. Vielen Dank für die Möglichkeit, da bei euch zu sein. Und ich würde sagen, Urpilz. Gerne, dann zwei Urpilz bitte. Während wir auf unser Bier warten, können wir vielleicht direkt schon mit der ersten Frage loslegen. Was ist denn Ihre liebste Tradition oder Veranstaltung in Homburg? In Homburg gibt es ganz viele Veranstaltungen, insbesondere im Sommer. Das ist jetzt keine leichte Frage, weil es sehr viele gute Veranstaltungen gibt. Also ich freue mich jetzt, Ende April ist die Braunacht von der Carlsberg. Mhm. Also da werde ich unterwegs sein. Die Affäre Schneidewind ist natürlich mittlerweile fast schon überregional ein Thema und hat auch bei vielen Menschen, gerade auch in Homburg, so ein bisschen das Vertrauen in die Kommunalpolitik erschüttert. Wie würden Sie denn dagegen vorgehen oder wie versuchen Sie, dieses Vertrauen nochmal herzustellen? Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt jetzt für nach der Wahl, aber auch jetzt schon in der Kampagne. Es geht darum, den Leuten auch nochmal Mut zu machen, so wie es jetzt weitergeht. Also die Suspendierung ist jetzt seit circa 5 Jahren. Mhm. Zwischenzeitlich war jetzt jemand in der Verwaltung, der noch nicht gewählt worden ist. Das ist der Herr Forster. Also der ist das eher interimsmäßig gemacht, aber doch schon über einen längeren Zeitraum. Das hat mitunter zu einer größeren Verunsicherung bei den Leuten im Rathaus geführt. Es geht darum, die jetzt nochmal zu motivieren, denen nochmal Mut zu machen. Also weil ich festgestellt habe, dass die Verwaltung dort sehr wenig in Schwung ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man dort ansetzen kann. Danke. Also ich könnte mir dort vorstellen, dass man hingeht und irgendwo was auch mal für die Atmosphäre macht, dass die Leute gerne zur Arbeit gehen, dass sie sich wohlfühlen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn das gelingt, dass man dann irgendwo auch ein höheres Leistungsniveau ganz automatisch erreichen kann. Das kommt dann von ganz alleine. Sie meinen jetzt innerhalb der Verwaltung? Ja, zum Beispiel. Ja, ne? Ja. Und auch Vertrauen natürlich in der Bevölkerung. Also das ist eine Frage, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde zu antworten, was man da alles, oder noch länger, was man da alles zu machen kann. Aber ich will es mal kurz so auf den Punkt bringen. Also Thema Verwaltung ist dort wesentlich. Und auch nochmal in der Stadt das Vertrauen wiederherzustellen. Vertrauen in die Politik ist wichtig, dass die Leute dann auch nicht abgeschränkt sind und dann nicht zur Wahl gehen oder auch vielleicht extreme Parteien wählen, sondern sie sagen, nee, das ist das Richtige, das machen wir. Dann einmal Prost. Ja, vielen Dank. Zum Wohl. Klimaschutz, Klimawandel ist natürlich auch ein großes Thema, gerade auch so ein bisschen bei jüngeren Menschen. Welches Projekt oder welche Projekte haben Sie sich denn vorgestellt, wenn Sie jetzt Oberbürgermeister werden sollten, die auch Klimathemen behandeln? Also Klima ist ein ganz wesentliches Thema, insbesondere in der heutigen Zeit. Wenn ich jetzt einmal an zum Beispiel das Moor denke, das es in Homburg gegeben hat früher. Es gibt aktuell eine nationale Moorstrategie, die ist kurz vor der Verabschiedung auf der Bundesebene. Das wird sich dann auch übersetzen auf die Landesebene und auch auf die kommunale Ebene. Also da gab es jetzt auch schon Anträge dazu, wobei das meiner Meinung nach verfrüht war jetzt im Stadtrat. Da gab es schon einen Antrag auf Wiedervernässung des Moores am Königsbruch. Das ist jetzt eine Sache, wo ich sage, das muss man sich genau angucken. Wenn die Moorstrategie auf der nationalen Ebene da ist, was man machen kann, es gibt auch jetzt ein Gutachten, das von der Stadt beauftragt worden ist. Es wäre auch gut, wenn man den Inhalt jetzt kennt oder wenn das dann mal vorliegt. Dort kann man sich dann ein genaues Bild machen. Aber das ist ein Punkt, wo man ansetzen kann, weil es dadurch zum Beispiel gelingen kann, ganz viel CO2 zu absorbieren, sodass die Belastung dann geringer ist. Das ist eine Sache. Andere Sache ist, aktuell ist es so, dass der Süden von Homburg und einige ländliche Teile im Außenbereich der Stadt, dass die Teil der Biosphäre Bliesgau sind. Mhm. Aber nur in Teilen. Warum ist nicht die ganze Stadt Teil der Biosphäre? Also man hat dort, ich bin dort auch Mitglied in der Verbandsversammlung, ein Vertreter der Stadt Homburg in der Biosphärenregion Bliesgau. Warum ist nicht die ganze Stadt dort mit involviert? Also man hat dort ganz tolle Marketing-Effekte. Der Tourismus spielt dort eine große Rolle. Die Guldenschlucht, die in Einlitz ist zum Beispiel, können dort noch besser vermarktet werden, wenn sie nochmal geöffnet werden, weil die ist ja aktuell geschlossen. Und ich sage mal so, die aktuelle Verwaltung, insbesondere auch die Verwaltungsspitze, hat wenig dafür getan, das Ganze nochmal zu erneuern oder zu verbessern. Das ist schon seit 5 Jahren geschlossen und das insbesondere im Süden von Homburg ist das ein großes Problem. Also Umweltthemen
gibt es ganz viel. Das waren jetzt nur zwei, die ich genannt hatte, aber da kann man noch mehr machen. Welche Ideen hätten Sie denn, um grundsätzlich auch so ein bisschen die Freizeit- und Kulturangebote hier in der Stadt zu stärken? Wir sind zum Beispiel sehr gut, wenn es darum geht, einen Jazz-Sommer zu haben. Den haben wir. Wir sind sehr gut in klassischen Konzerten. Das führt sogar so weit, dass die im Moment aktuell schwach besucht sind, weil es vielleicht ein Überangebot sogar gibt an der Stelle. Der Kulturamtsleiter hat davon gesprochen, er arbeitet mit einem Zauberwürfel. Das heißt, er darf auch mal was probieren und auch mal was verändern und gucken, ob es klappt oder ob es angenommen wird vom Markt oder nicht. Ich selbst habe auch eine eigene Handschrift. Ich kann jetzt schon sagen, das habe ich ihm damals auch schon im Gespräch gesagt, wenn ich Oberbürgermeister werde, wird es ein Angebot geben, wo zum Beispiel was drin ist, das einen Bezug zu Frankreich hat. Mhm. Weil wir sind im Saarland ein Land mit einer binationalen Strategie. Also es gibt die Frankreich-Strategie und das ist eine wichtige Strategie. Und in Homburg ist davon eigentlich gar nichts. Und gerade in der Kultur könnte man doch dort an der Stelle was machen, um ein Angebot zu haben, das die Leute für Frankreich interessiert und andererseits auch vielleicht mal Franzosen in die Stadt zu locken und zu zeigen, dass Homburg dort auch was zu bieten hat. Also das wird auf jeden Fall kommen, wenn ich die Wahl gewinne. Also dann Konzerte von französischen Künstlern, Künstlerinnen, sowas. Ne, oder verstärkte Präsenz im Juni, wenn der Fête de la Musique ist und so. Also das ist absolut ausbaufähig, weil wir in Homburg hier eigentlich fast gar nichts dazu haben. Also viel zu wenig. Mhm. Wie wollen Sie denn die Barrierefreiheit in der Stadt fördern und ausbauen? Das ist ein wichtiger Punkt. Da gibt es Förderprogramme. Am Bahnhof ist das zum Beispiel schon gelungen. Aber das ist dann auch ein Bundesprogramm gewesen, wo dafür was gemacht worden ist, dass die Leute dann auch mit dem Aufzug aufs Gleis kommen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das wurde umgesetzt. Das sollte auch an allen anderen Bahnhaltepunkten und auch Bushaltestellen so möglich sein, dass der öffentliche Personennahverkehr dann nutzbar ist. Öffentliche Gebäude sollten auch alle diesen Standard erfüllen. Jetzt haben wir natürlich erstmal einen Sanierungsstau, der zu bewältigen ist. Also wird es nicht alles von jetzt auf gleich erledigen können. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil die Teilhabe, auch Personen, die mit einer Behinderung leben oder die gehandicapt sind, ist ganz wichtig, weil die auch sehr viel zu bieten haben und die Gesellschaft bereichern. Es gab vor kurzem den ersten Landkreis, der eine sogenannte Arbeitspflicht für Asylsuchende eingeführt hat. Was halten Sie denn davon, von dieser Maßnahme? Also davon halte ich nichts, muss ich ganz klar an der Stelle sagen. Es sollte Anreize geben, sodass die Leute das machen wollen. Es sollte natürlich auch Befähigung geben, es sollte Qualifizierung geben, sodass die Leute dann auch in die Lage versetzt werden, arbeiten zu können. Es kann dann auch nicht jeder alle Arbeiten ausführen, das kann nicht jeder als Krankenschwester arbeiten. Mhm. Sondern man braucht natürlich dafür gewisse Qualifikationen und Anerkennung. Vielleicht gelingt es aber auch, an der einen oder anderen Stelle die Hürden etwas abzusenken. Also wenn ich an das Sprachniveau denke, im Pflegeberuf braucht man ein Sprachniveau von C1 nach dem DELF-Rahmen. Das ist meiner Meinung nach etwas hoch angesetzt. Da bräuchte man auch einen Dialog mit manchen Arbeitgebern, dass die Anforderungen nicht zu hoch setzen. Teilweise werden die vom Markt jetzt auch dazu gezwungen, weil sie auch keine Leute mehr bekommen, dass man sagt, okay, B2 reicht vielleicht auch. Aber nochmal jetzt abschließend zu der Frage, Arbeitspflicht, davon halte ich gar nichts. Was wollen Sie denn grundsätzlich auch tun, um die Stadt vielleicht auch gerade für jüngere Menschen attraktiver zu gestalten? Vielen Dank für die Frage, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben hier noch zu wenig, aber insbesondere für die Studis gibt es hier viel zu wenig. Die Studis, das ist in Homburg fast wie eine Parallelgesellschaft, das ist ganz anders als in Saarbrücken. In Homburg wäre es eher so, man versucht mal, die Leute in die Stadt zu locken. Mhm. Weil es gibt hier nichts, wo die Studis sich irgendwie wiederfinden. Ich habe das Gefühl, die sind nur auf dem Campus und im Wohnheim. Und in der Stadt fast gar nicht. Also ich hätte hier das Ziel, vielleicht auch durch eine gezielte Einkaufspolitik, ein Gebäude in der Eisenbahnstraße mit einem entsprechenden Nutzungskonzept. Das könnte sag ich mal, ein Magnet sein für jüngere Leute, die dann in die Stadt kommen, die das Ganze beleben, weil die Eisenbahnstraße, die ist ja schon fast tot. Und da wird auch von der Verwaltung aktuell und von der Verwaltungsspitze viel zu wenig dafür gemacht, dass dort mal was läuft. Wie wollen Sie denn, Sie haben gerade eben schon die Eisenbahnstraße angesprochen, grundsätzlich gegen Leerstände in der Stadt vorgehen? Es gibt jetzt aktuell ein Bundesförderprogramm. Die Stadt Homburg wird gefördert mit 200.000 Euro und da soll das eine oder andere gemacht werden. Das sind wichtige Maßnahmen, die jetzt hier angegangen werden, um die Leute in die Stadt zu locken, weil das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Also wenn man Mittel hat, die zur Verfügung stehen, sollte man die auch einsetzen, dann um was zu machen. Man sollte die Wochenendveranstaltungen, wie jetzt vor kurzem den Keramikmarkt oder die Atmosphäre, die es irgendwann gibt, das sollte weitergeführt werden. Also das ist Homburg eigentlich schon ganz gut. Man hat eine schöne Altstadt, mit der man einiges machen kann. Man sollte die Leute in die Stadt locken. Es gibt auch ein Einzelhandelskonzept, das gut ist. Das schreibt dann so ein bisschen vor, wie es welche Geschäfte wo angesiedelt werden dürfen. Also da gibt es auch so, was die Genehmigungspflicht angeht der Stadt. Das kann man sich auch nochmal angucken. Es wird jetzt
irgendwann ein neues Stadtquartier geben, das geplant ist. Denken wir jetzt wirklich mal 10 Jahre weiter, wenn das fertig sein sollte. Und da muss man auch als Politik und als Stadtverwaltung genau hingucken, weil man will auch nicht, dass hier alles kollabiert, sondern es muss sinnvoll und sorgfältig dann auch weitergehen. Ist schon mal eine gute Überleitung auch zu unserer Abschlussfrage. Und zwar, haben Sie denn eine Vision für Homburg? Wie soll denn die Stadt in 30 Jahren aussehen? Ich würde gerne das haben, dass Homburg immer noch die Bedeutung hat, die es heute hat, als zweitgrößter Wirtschaftsstandort in Homburg. Hier muss was gemacht werden für die Arbeitsplätze, dass die erhalten bleiben. Mir ist es wichtig, dass die Wirtschaft in Homburg weiter gut läuft. Mir ist es wichtig, dass die Leute gute Arbeitsplätze haben. Ich bin auch Gewerkschafter, ich bin Mitglied in 2 DGB-Gewerkschaften, bei Verdi und bei NGG. Mhm. Die Leute, die hier arbeiten, sollten davon leben können, sollten gut davon leben können und sie müssen auch später eine Rente haben, die angemessen ist. Das Thema Wirtschaft, das muss in Homburg ganz hoch aufgehangen werden. Der Wirtschaftsstandort Homburg, über den muss mehr gesprochen werden. Insgesamt, der muss in den Fokus gerückt werden. Das zweite ist das Thema Transformation. Also die CO2-freie Erzeugung von Produkten und natürlich auch die Arbeitsplätze dann mitnehmen, die Leute qualifizieren sind, dass sie auch den neuen Arbeitsplätzen arbeiten können. Homburg ist eine ganz besondere Stadt, die hat 44.000 Einwohner und jeden Tag 20.000 Einpendler, das ist enorm. Wir haben ganz hohe Anforderungen an die Infrastruktur, da muss auch weiter daran gearbeitet werden, dass das bleiben kann. Wir brauchen, um das Ganze abbilden zu können mit der Transformation, ein Gelände oder ein Gebäude, wo das Ganze stattfindet. Das vierte wäre dazu, der Wissensstandort Homburg kann erweitert werden. Warum nicht hier auch Ingenieure ausbilden oder BWLer? Das sind vergleichsweise günstige Arbeitsplätze, also günstige Studienplätze. Warum sollte man nicht auch jetzt, sage ich mal, 2-stellige HTW jetzt hier in Homburg haben, wo genau solche Leute ausgebildet werden? Ich könnte mir vorstellen, die Betriebe, die sowieso Schwierigkeiten haben mit der Rekrutierung, würden das sehr gut finden, weil man dann auch schon die Leute direkt im Saarland in der Stadt hätte. Wir müssen auch was tun gegen die Bevölkerungsschwund. Das Letzte jetzt zu dem Thema Wirtschaft, und dann höre ich auch auf, weil ich könnte philosophieren über die Frage. Wir brauchen Ansiedlungen von neuen Technologien. Wenn jetzt Michelin, sag ich mal, das so durchzieht, wie das jetzt der Konzern verkündet hat und eine Teilschließung des Werkes durchführt, dann gibt es noch mal ein sogenanntes Brownfield. Das könnte in einem weiteren Schritt, sage ich mal, vom Saarland angekauft werden, weiterentwickelt werden und dort können dann neue Ansiedlungen stattfinden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass dann Zukunftstechnologien dorthin kommen. Gut, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Antworten. Sehr gerne. Und ja, dann Prost. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder.